Als Vorstufe zum Volleyball wollen wir heute Faustball vorstellen. An einem Volleyballständer wird eine Gummileine in der Höhe von etwa 140 bis 160 cm gespannt. Dann wird anhand der Bodenmarkierungen im Turnsaal oder mit Hilfe von Hütchen ein ausreichend großes Spielfeld bestimmt. Der Ball soll nach jeder Körperberührung, die vorzugsweise mit Armen oder Faust erfolgt, einmal aufspringen. Auch bei der Angabe soll der Ball zunächst einmal aufspringen, bevor er gespielt wird. Der Ball darf zunächst von den Spielern einer Mannschaft beliebig oft berührt werden, bevor er in das gegnerische Spielfeld gefaustet wird. Mit fortschreitender Übung kann man dann die Berührungszahl auf 3 reduzieren. Folgende Regeln sind zu beachten. Zunächst einmal darf der Ball nicht zweimal hintereinander aufspringen. Weiters muss der Ball, wenn er ins gegnerische Spielfeld geschlagen wird, dort einmal aufkommen, sonst ist es out. Durch das einfache Regelwerk kommt es schnell zu spannenden Spielverläufen. Schließlich ist es ein Fehler, wenn der Ball unter der Gummileine durchfliegt oder dieselbe berührt.